Meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate mit meiner Wenigkeit. Machen wir einfach mal direkt weiter. Wir müssen nämlich unseren kleinen Bubi, Putzi, Mupsi, Alec Bell, Alexander Graham Bell beschützen. Und zwar, indem wir ihm diese ganzen bösen Halunken vom Hals halten. Das hätten wir eventuell auch einfacher machen können, indem wir nicht ihnen unbedingt, also indem wir denen entgegengekommen sind. Also, wir hätten es einfacher machen können, indem wir denen entgegengekommen wären, aber haben wir jetzt nicht. So, das war jetzt nicht so schwer. Wir müssen jetzt hier rüber, offensichtlich. Er hat noch volles Leben, ist alles gut. Geh einfach über die Straße, Mann. So, super spannende Musik, obwohl es super unspannend ist, um ehrlich zu sein gerade. Spannende Musik! Spannende Musik! Oh, nein, wird es überleben, man weiß es nicht. Spannende Musik! Spannende Musik! Wir bringen einfach zwei auf einmal um und dann ist es nicht mehr so spannend. Ey. Ey. Hallo? Wie ist er bitte an mir? Warum hat er mich nicht angegriffen, wenn ich seine Freunde umgebracht habe? Aua. Zack, zack, zack. So. So. Einfach überwältigend. Oh, wie er sich freut. Ist er rumspioniert. Oh, er ist so enthusiastisch, das ist so niedlich. Es ist so niedlich, der ist immer noch ein bisschen strange, ein bisschen socially, sozial nicht ganz adept, aber er ist putzig. Spannende Musik und eine Truhe, die mache ich auf. Vielleicht ist da was Sinnvolles drin. Nee. Vielleicht könnte ich sie elektrisieren, ich habe Angst, Alex zu treffen, also unseren Graham Bell. Und Jacob nennt ihn ja liebevoll Alex. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ah, so. Ah. So, ich möchte eigentlich mal einen umbringen, endlich. Geht doch. So. So, der ist tot. Nein, nein, nein. Aua. Was? Nee, haben wir es geschafft? Oder ist er tot? Nee, wir haben es geschafft, oder? Ja, wir haben es geschafft. Oder? Oh Gott, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Oh, der Ladescreen der Spannung. Aber wir haben es geschafft, sonst schön da desynchronisiert oder so. Hilfe! Ja, alles gut. Deals, Jacob, Evie. Thanks are once again in order for supporting what is most dear to me and to our cause. Freedom of speech. It's a blessing that you employ your genius for the common good, Alec. However, I suggest you vacate your workshop. No need. Not now. You've given me sacks full of courage. And besides, what with my little devices, I have all the protection I need. Should you find yourselves with a moment to spare, do drop by. Wie süß. Mann, sind die süß geworden zusammen. Ah, sind die süß, die sind so süß. Ich hab die so lieb, die sind so süß. Ja, da haben wir ganz schön viel XP bekommen und eine Belohnung und alles supi. Supi, tutti, frutti, tralala. Ja, ist egal, dann müssen wir jetzt sogar genau zwei Punkte haben zum Ausgeben. Wir haben ja mitten im Umbringen der Angreifer einen Fähigkeitspunkt bekommen und den haben wir jetzt nochmal gesteigert bekommen. Ja, was holen wir uns denn? Der erste Treffer, den sie während einer Combo anstecken, beendet nicht länger ihre Combo. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was der Sinn der Combo ist. Also, warum ist es so toll? Das will ich haben. Oder irgendwas anderes wollte ich haben für ihn. Sampfote, Schlösser knacken, nein, Messermeister, nein. War das hier Revolverheld? Nee, Fahrer. Oh ja, das finde ich gut. Kollision. Plünderer. Hm. Ja, nee, holen wir uns mal. Ich glaube, die Combo. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir das mal mit. Jacob ist doch unser guter alter Schläger. Und wir haben immer noch kein Level Up. Holy shit, habe ich mich doch verzählt. Ah. Naja. So sind wir halt Level 4. Haben wir ja trotzdem geschafft. War ja doch nicht so schwer.
So, was haben wir hier? Ich nehme mal die Messer hier wieder hin. Ja, was machen wir denn jetzt so Schönes? Einen Verbrecher töten zum Beispiel. Machen wir das mal schnell. Wow, der ist echt schlecht. In dem, was er tut. Ist er weglaufen. Ich wusste es. Und natürlich holt sie noch mehr Leute, nur weil ich irgendwie einen Typen hier umgebracht habe. Mann, ey, musst du dich doch nicht so aufregen. Da habe ich einmal einen Typen umgebracht, ne? Mann, Mann, Mann. Kann man aber auch aus einer Mücke einen Elefanten machen, du. So, was machen wir denn hier Feines? Ah, was machen wir denn jetzt Feines heute? Ja, das ist eine verdammt gute Frage, Animanis. Mal schauen. Was können wir denn machen? Ha. Wir haben immer noch gut Zeit. Ja, hat ja gerade erst alles begonnen hier. Echo Street Gang Quartier. Habe ich das nicht schon probiert und bin dann klicklich gescheitert? Eigentlich hätte ich Bock, nochmal die Story weiterzumachen. Wir können hier aber auch... Ah, eine Charles Dickens Erinnerung. Das wäre vielleicht auch mal ganz cool. Da würde ich mir eigentlich auch mal ganz gerne angucken, was genau das bedeutet. Was genau Charles Dickens Erinnerungen sind. Machen wir das doch einfach mal, oder? Fahren wir hier in unserer neuen schicken Kutsche los. Besuch mal den guten alten Mann. Vielleicht hat er was Schönes zu erzählen. Bam, die Laterne mit. Geil. Ah, mutwillige Zerstörung. Ist das super. Und die nehmen wir auch noch mit. Bam. Ah, schön. Oh, Laternen mitten auf der Straße. Die wurden nur für mich hingestellt. Ne? Nur für mich. Kabam. Ach, ist das geil. Ja, Charles Dickens. Mal schauen, was der noch irgendwie zu melden hat. Who's a good horse? You are. Wer ist ein gutes Pferd? Du bist ein gutes Pferd. Finden Sie Sprungfeder Jack und halten Sie ihn auf. Aha. Okay. Okay. Gucken wir uns das mal an. Eine neue Perspektive. Es ist Nacht und die Zeit verrinnt. Wir sehen die ersten Sterne über London. Das war schon hübsch. The aura of death surrounds thee both. Get thee behind me! Alas, these days stupidity is all too prevalent. You know, I never asked your names when we last met. I'm Evie Fry, and this is my brother Jacob. Tell me. Do you believe in ghosts? Not particularly. Yes. I'm skeptical myself. Here we are, in the world's most advanced city. Yet its citizens are so enthralled to the supernatural, they leave themselves vulnerable to charlatans. Which is why I joined the Ghost Club. The first society in the world to look systematically at the phenomenon. Because truth, like a spirit, must be cajoled before it will reveal itself. Will you join us? Sounds absolutely ridiculous. Why not? It does sound intriguing. Splendid. I have your first case. Das sind ja geile Missionen. Dem Ghost Club. Schon ein bisschen abgefahren? Oh. The fiend is no doubt on the prowl as we speak. It's up to you to fight him. Okay. Sprungfeder Jack ist also ein Geist. Das ist ja total cool. Das bin ich froh, dass wir uns das mal angeguckt haben, weil das ist ja mal was ganz anderes. Das ist ziemlich cool. Mal schauen. Sein erstes Opfer, ein potenzielles Opfer müssen wir ausfindig machen. Von Sprungfeder Jack. Schon ein ganz schön blöder Name und ich bin schon sehr gespannt zu erfahren, warum er so heißt. Ach, deswegen spielen wir auch nachts. Die Mission spielt sich wohl nachts ab. Oder irgendwie... Nee, hier noch nicht.
Aha, da hinten. Moment. Da. So, Düdel, oder? Nee. Ach Gott. Nein, nein, das wollte ich gar nicht. Okay, wir haben uns aus dem Gebiet sehr, sehr weit entfernt. Und das war der... Ah, hier. Da, mit dem Opfer reden. Oh Gott. Bringen wir die mal um. Vielleicht ist das ja schneller, als erstmal 10 Jahre wegzulaufen. So, den bringen wir um. Da kontern wir noch. So. Aber coole Musik so. Hier ist alles gut. So. Jetzt reden wir mit dem Opfer. Oh Gott, ja, du siehst wirklich aus wie ein Opfer, meine Liebe. Oh Gott, ihr Kopf. Die ist gerade völlig weggebackt. Die, oh Gott, das habt ihr bestimmt gesehen. Ah. Holy Kack. Ah, Assassin's Creed Spieler. Never disappoint me with your bugs. Ich muss aber diesen Assassin's Creed noch durch die Welt fallen. Das habe ich bislang in beinahe jedem geschafft, glaube ich. Okay, jetzt das nächste potenzielle Opfer. Jetzt bin ich aber gespannt, wie das endet. Ah, da. Oh, das potenzielle Opfer verteidigen. Oh nein, greift etwa der Geist zu? Oh Gott. Ah. Oh Gott. Ah. Okay, ist einfach nur ein irrer, maskierter Typ. Aua. Der hier super viel Stress macht. Alter, es geht doch nicht. Du kannst doch die Leute nicht Angst machen, Mann. Die glauben dir doch alles. So, hier schön in die Klötze. Mau. Aua. Ach komm schon. Alter, ich bin Assassine. Du kannst. Ernsthaft jetzt? Wow. Oh mein Gott. Wird gerade selber schwindelig. Hilfe. Sprungfeder Jacks Spuren untersuchen. Hat er etwa etwas liegen gelassen? Wo denn? Ach, da. Tatsächlich, oh, originale Spur. Ah, wir können ihn doch sicher zurückverfolgen mit dem Adlerauge, oder? Ja. Okay, mal gucken, wo es lang geht. Da lang irgendwo. Da lang, da lang. Inspizieren. Hier oben auch. Ja, der ist irgendwie hier hochgeklettert. Was ist das denn für einer? Das ist ja völlig kaputt. Da links lang. Doch, der ist genau hier lang gegangen. Was ist das denn für einer? Ist doch auch ein Assassinen-Vorfahre, Nachfahre, nach was auch immer. Hier rein? Nee. Ah, da oben. Ah, haha. Sehr unauffällig hier hochgekraxelt auf jeden Fall. Halt's Maul. So. Noch was zum Inspizieren. Aber wie weit ist er denn gekommen in der Zwischenzeit? Hier oben. Und dann? Ist der runtergegangen?
Moment, irgendwas übersehe ich. Ich übersehe doch irgendwas. Sprungfeder, Jack. Was ist das denn, Alter? Jagen wir irgendeinem Irren hinterher, der irgendwie Kostüme bastelt und dann irgendwie durch die Straßen läuft und alles umbringt. Ah, da, jetzt seh ich's. Alles gut. Ich bin Fischer, hab dann auch mal die Spur gesehen hier auf dem Boden. Aha. Hoch also. Ja, hoch inspizieren. Jacob. Nicht hin und her glitschen. Dafür habe ich dich nicht eingestellt. So, da war er hier. Out of the way warehouse. Lots of guards. Mars lunatic inside. This is the bloody life. This is the bloody life. Aber hallo. Na, mal gucken. Ein Kultist mit Dynamit töten? Ich habe nicht mal Dynamit. Holy Kack. Okay, ich sehe schon, das wird es eventuell ein bisschen dauern. Aber eine geile Mission ist das, muss ich schon sagen. Also, boah. Sprungfeder Jack hat's echt in sich. Oh, natürlich. Okay, kommen wir nicht weiter, ohne anonym zu werden. Okay, wahrscheinlich sterben wir jetzt auch. Oh ja, es sind viel zu viele. Ja, ich finde, wir beenden einfach mal die Folge an dieser Stelle. Wir machen aber auf jeden Fall weiter. Wenn wir vielleicht gerade nicht 10 Wachen an den Marsch hängen. Das ist nämlich etwas unangenehm, wie das klingt. Aua. Alter, die haben so ein Gehör-Kaputt-Dingsbums-Mach-Zeug auf mich eingesetzt. Was ist das denn? Ja, und wir machen einfach nächstes Mal weiter und dann bringen wir mal das Geheimnis von Sprungfeder Jack ans Tageslicht. Und ja, ein Irrer mit Maske, auf jeden Fall trifft's, glaube ich, so oder so. Vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen guten Tag und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.